Herzlich willkommen zum Sportbuzzer Magazin aus der Red Bull Arena in Leipzig. Heute hier im Ostderby RB Leipzig gegen Hansa Rostock. Dafür haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen und wir widmen uns auch dem Frauenfußball. Doch zuerst kommen wir zu einem Spitzenspiel aus der Stadtliga. Der KSC Leipzig muss gegen Rotation Leipzig ran. Dazu unser Buzzer Spielbericht. Mit einem 3:1-Sieg gegen den Spitzenreiter Rotation hat der KSC 1864 das Rennen um Platz 1 in der Stadtliga wieder spannend gemacht. Von Beginn an zeigen sich beide Teams engagiert, doch große Torchancen bleiben anfangs aus. Fast wäre das Spitzenspiel wegen Unbespielbarkeit des Rasens sogar abgesagt worden. Der KSC spürt, dass es heute auf heimischem Platz etwas zu holen gibt. Doch auch Rotation findet immer besser ins Spiel und wird gefährlich. Doch der KSC lässt sich nicht beeindrucken und Kapitän Martin Werner trifft nach einer Ecke mit dem Kopf zum 1:0 für die Gastgeber. Zunächst bleiben weitere Torchancen auf beiden Seiten aus. Erst in der 38. Minute wird es wieder gefährlich. Nach einem Foul an Christian Hasser kommt es zu einer vielversprechenden Freistoßsituation für Rotation. Dieser Freistoß scheint jedoch in erster Sekunde verschenkt. Doch dann steht Ronny Taube genau richtig und hämmert die Kugel ins obere Eck. Doch der KSC lässt sich von diesem Ausgleich nicht schockieren. Schon 5 Minuten später, kurz vor der Pause, trifft Senjo Karpat zum 2:1 des Knaut-Kleeberger Sportclubs. Auch in der zweiten Halbzeit lässt der KSC nicht locker und erarbeitet sich Torchancen. Bei Rotation ist ebenfalls der Wille zum Ausgleich zu erkennen, doch die Tore bleiben auf beiden Seiten aus. Erst in der 76. Minute macht der Gastgeber den Sack endgültig zu. Wieder ist es der Kapitän Martin Werner, der zum 3:1 Endstand trifft. Jetzt hält es beim KSC keinen mehr auf der Bank. Es war ein hart umkämpftes Stadtliga-Spitzenspiel. Und wir haben eben gezeigt mit unserem unbedingten Willen, dass wir das Spiel für uns entscheiden wollten. Und ich denke mal, das war am Ende Ausschlag geben. Ja. Und es ist eben unwahrscheinlich schwierig, auch hier in Knaut-Kleeberg etwas mitzunehmen. Ja. Und das freut mich besonders für die Mannschaft. Am Ende war es eine gut klassische Stadtliga-Partie zwischen zwei Spitzenmannschaften auf schwer bespielbarem Boden. Am Ende sicherlich etwas glücklich für die Heimmannschaft ausgegangen. Kann meiner Mannschaft nur den Vorwurf machen, dass wir in der Chancenverwertung ein bisschen schlampig gearbeitet haben. Aber vom kämpferischen, vom Engagement her war das okay. Wir sind zurück im Stadion. Heute gibt es hier eine ganz besondere Premiere, denn unser Oberbürgermeister Burkhard Jung ist heute unser Sportbuzzer-Fußballspezialist und schreibt den Spielbericht zum Spiel RB gegen Rostock. Wie er sich angestellt hat und was dieses Spiel an Brisanz zu bieten hat, das seht ihr jetzt. Es gleicht einer Völkerwanderung. RB Leipzig trifft im Ostderby auf Hansa Rostock und knapp 23.500 Zuschauer strömen in die Arena. Einer von ihnen, Oberbürgermeister Burkhard Jung. Der OBM schreibt heute für Sportbuzzer den Spielbericht und wird zum Sportredakteur. Für Jung ist RB Leipzig ein Geschenk für die Stadt. Für die Leipzigerinnen und Leipziger ist das ganz, ganz wichtig, wieder einen Fußballverein zu haben, der vorne mitspielt, der, wo man hingehen kann mit Familie. Die Stadt ist fußballverrückt, das hat man zur Fußball-WM gesehen. Man versteht sich als Gründungsort des Deutschen Fußballbundes. Das ist eine Riesentradition, denken Sie an die DDR-Zeit, wo mit Lok und Chemie zwei Supermannschaften hier gespielt haben. Also die Menschen möchten wieder Fußball sehen. Und es ist natürlich für die Stadt auch eine wunderbare Werbung nach außen, ein Marketing nach außen, wenn wir einen Fußballclub haben, der vor allen Dingen international dann auch unterwegs sein könnte. Ein Fußballclub heute in der ersten Bundesliga ist eine mittelgroße Wirtschaftsansiedlung, da hängen viele Arbeitsplätze dran, da hängt Wirtschaftskraft dran, da ist für die Stadt ein wichtiger Umschlag für Entwicklung zu sehen und insofern sind das 3 gute Gründe. Im Stadion selbst bleibt es ruhig und friedlich, doch bei der Ankunft der Gäste gab es viel zu tun für über 2000 Polizisten. Sehenswert dagegen die Fankultur im Stadion. Die RB-Fans peitschen ihr Team nach vorn und auch die 6000 mitgereisten Rostock-Fans sorgen für großartige Stimmung in der Arena. Wir sind zurück im Stadion. RB liegt 0:1 im Moment zurück. Was sagt denn unser neuer Fußballfachmann dazu? Also ehrlich gesagt, da fehlt noch eine ganze Menge Druck von RB nach vorne. Es war ein glückliches 1:0 für Rostock. Es war aus abseitsverdächtiger Position, aber der Blacher ist ein ganz, ganz gefährlicher Mann, den darf man nicht laufen lassen.
Und die letzten 10 Minuten, da hat RB eigentlich wieder Druck gemacht und nach vorne gespielt. Es gab 2 Chancen, eine von Paulsen aus spitzen Winkel. Also noch ist nicht aller Tage Abend. Ich hoffe darauf, dass wir am Ende der zweiten Halbzeit 1 mehr geschossen haben als die anderen. Das hoffen wir natürlich auch, aber zuvor wollen wir uns was ganz anderes anschauen, nämlich... Ja, freuen Sie sich auf Frauenfußball. So sieht's aus. Trotz 4 Grad und dichtem Nebel in Schönefeld trainieren die Frauen vom FFV Leipzig. Hier ist das Leistungszentrum für Frauen- und Mädchenfußball. Trainer Hendrik Rudolf arbeitet seit 1,5 Jahren mit Frauen zusammen. Er weiß, worauf es dabei ankommt. Ja, die Frauen müssen natürlich schon ein bisschen gesondert angefasst werden. Das heißt, die Sensibilität ist größer. Das ist vielleicht der größte Unterschied. Man muss schon aufpassen, was man für Kritik anbringt. Und zum anderen, was Positives muss natürlich auch noch sein. Die Leistungsbereitschaft, der Willen, einfach richtig modernen Fußball zu spielen, ist doch größer als bei den Männern. Und den Willen, den hat auch die 19-jährige Spielerin Lisa. Sie besucht das Sportgymnasium und trainiert fast jeden Tag in der Woche. Fußball spielt sie seit ihrem 7. Lebensjahr. Na, das Coolste ist auf jeden Fall, wenn man gewinnt, halt, also dann die Freude gemeinsam ist halt eigentlich das Beste so, ja. Auch Michelle ist mit viel Ehrgeiz dabei. Fußball ist für die 17-jährige Schülerin eine große Leidenschaft. Auch wenn das Training beim FFV Leipzig nicht immer ganz einfach ist. Also ich bin ja erst neu hochgekommen zu den Frauen. Ist natürlich ein ganz anderes Tempo und auch Aggressivität da. Aber es bringt einen auch wirklich weiter. Das Team vom FFV Leipzig ist noch neu und sehr jung. Trainer Hendrik Rudolf will die Mannschaft weiter in der 2. Bundesliga etablieren. Frauenfußball eigentlich keine Besonderheit mehr. Doch für so manchen Zuschauer dann doch eine Überraschung. Die das erste Mal da sind, staunen, wie schön, schnell und attraktiv Frauenfußball stattfindet. Es ist leider noch nicht so bekannt, aber alle die, die mal da waren, sind einfach nur begeistert. Von den Frauen zurück ins Stadion. RB Leipzig konnte die perfekte Heimbilanz nicht halten. Die Stimmen zum Spiel. RB Leipzig verliert das Ostderby gegen Hansa Rostock mit 2:1. Trotz Niederlage für alle Fußballfans eine sehenswerte Partie. Wir haben uns zu oft in die Nähe vom Gegner begeben, sage ich mal, und haben dadurch die Aggressivität von Hansa zu spüren bekommen. Da müssen wir im Aufbauspiel ein bisschen andere Positionen haben. Aber daran werden wir arbeiten und vor allem auch im Generieren von Torchancen durch die Mitte oder auch, wenn das Zentrum zu ist, über die Außenposition. Es war ein Spiel auf hohem Niveau von beiden Mannschaften. Da gibt es manchmal einen Verlierer, diesmal waren es wir, weil wir auch nicht alles richtig gemacht haben. Aber daran werden wir arbeiten jetzt wieder. Irgendwann wollen wir mal irgendwelche anderen Fußballspiele erleben und dann wird jedes Spiel hochgepusht. Also die Ausrede gilt nicht. Aber was genau liegt, weiß ich auch nicht. Ist schwer zu sagen, aber ich denke, das auf den Kopf zu schieben und aufs Mentale zu schieben, wäre zu einfach. Fühlt sich natürlich super an bei einem doch wirklich so heimstarken Gegner. Das ist, glaube ich, jetzt die erste Niederlage seit ganz langer Zeit. Und dass wir das geschafft haben, ich glaube, mit einer sehr überzeugenden Leistung heute, kämpferisch wie auch taktisch. Und das ist natürlich ein gutes Gefühl für uns. Wenn man gewinnt, ist die schiere Leistung, glaube ich, immer okay. Ich habe schon zu Franny gesagt, dass die beiden Situationen knifflig waren. Ich glaube, wir haben in der Saison schon viele Elfmeter gegen uns bekommen, wo man sagt, heute haben wir das Glück gehabt, dass es nicht gepfiffen hat. Aber ich glaube, dass wir heute auch genug Chancen hatten, dann halt, wenn wir einen Elfmeter gegen uns bekommen hätten, das Spiel trotzdem zu gewinnen. Das Faninteresse am heutigen Spiel hier war riesig. Die Zuschauerzahlen erinnern eher an erste Bundesliga. Was das für den Verein RB bedeutet und auch für die Stadt Leipzig, ein Kommentar von unserem Fußballfachmann Guido Schäfer. Das heutige Thema ist Zuschauerantrag bei Leipziger Fußballspielen. Ja, super. 23.421 waren beim Spiel RB gegen Rostock. Das ist schön, das ist gut. RB hat leider verloren. Wir haben nicht gut gespielt. Und dass so viele Zuschauer da waren, das spricht auch natürlich ein bisschen für die Hansa-Reiselustigen. Da waren ja 6.000 mit im Stadion. Und dann kommt so eine Zahl zustande. Im Stadion war es schön, die Stimmung war toll, war fast schon erstligareif. Das Problem war dann der Anmarsch und der Abmarsch der Hansa-Fans. Da haben sich manche benommen wie eine offene Hose.
22 verletzte Polizisten fällt wohl unter die Rubrik normale Härte heutzutage. Ich finde es traurig und habe mich auch nach dem Spiel schnell dünne gemacht, dass ich da nicht in diese Scharmützel reinkomme. Weitere Ergebnisse im Raum Leipzig. LVB Chemie Leipzig 2:1. Der Bonner SV und VfB Zwenkau trennen sich 1:3. Zur Sachsenliga. VfC Eilenburg gegen RB Leipzig 2 1:1. Döbelner SC gegen Radebeuler BC 3:2. Die Kickers Mark Kleberg gewannen 1:0 gegen Stahl Riesa. SG Sachsen Hohenstein Ernsthal 1:1. Gelb-Weiß Görlitz und Grimma trennten sich 0:0. In der Oberliga trennten sich Rot-Weiß FO2 und der SSV Markranstädt 0:2. Das Stadion leert sich. Das war das Sportbosser Magazin aus der Arena. Ich hoffe, ihr klickt auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss.